Durek verrät, seine Mutter erhebt Vorwürfe gegen ihn. Im November 2022 gab der Hof bekannt, dass Prinzessin Märtha Luise, 51, auf ihre offiziellen Pflichten verzichten und den königlichen Haushalt nicht mehr vertreten werde. Einige Royal-ExpertInnen waren der Ansicht, dass diese Entscheidung mit ihrem Verlobten Durek verrät. 48, Zusammenhänge, denn der Schamane hat mit kontroversen Aussagen bereits häufig für Negativschlagzeilen gesorgt. Unter anderem behauptete der US-Amerikaner auf Instagram, dass ein von ihm vertriebenes Medaillon zu seiner Genesung von Covid-19 beigetragen habe. In den sozialen Medien hat Durek zudem mehrmals seine geliebte Mutter Fauschka Urquart, 79, erwähnt, ihr mit rührenden Beiträgen Tribut gezollt. Doch nun bricht seine Mama ihr Schweigen. Zeichnet ein ganz anderes Bild von der Beziehung zu ihrem Sohn, und erhebt schwere Vorwürfe. Im Interview mit der norwegischen Zeitung Se og Hø räumt Fauschka Urquart mit einigen Aussagen ihres Sohnes auf. Anfang 2019 hatte Durek verrät ein Bild von Märtha Luise auf Instagram gepostet und erklärt, dass seine Mutter seine Liebe zu der Royal prophezeit habe. Als ich ein Teenager war, sagte meine Mutter zu mir, dass mich eines Tages jemand ihrer norwegischen Herkunft finden und viel Freude in mein Herz bringen würde, schrieb der heute 48-Jährige und fügte hinzu, dass seine Mutter sicher gewesen sei, eine Prinzessin an seiner Seite zu sehen. Davon wolle Urquart allerdings nichts wissen. Eine solche Aussage habe sie nie getätigt. Doch damit nicht genug, die 79-Jährige scheint zudem nicht viel von der Berufung ihres Sohnes zu halten. So sagt Fauschka Urquart gegenüber Se og Hø. Deutliche Worte von der in New York lebenden Frau. Bei den regelmäßigen Liebeserklärungen, die Durek verrät seiner Mama unter anderem zum Muttertag gemacht hat, scheint es, als hätten die beiden eine innige Beziehung. Dem widerspricht Urquart nun. Zu Beginn der Corona-Pandemie habe sie sich mit dem Virus infiziert, habe noch immer mit den Spätfolgen zu kämpfen. Kurz darauf sei ihr Partner Michael gestorben, mit dem sie 40 Jahre liiert war. Durek sei nach dem Tod abwesend geblieben, habe seiner Mutter nicht einmal sein Beileid ausgesprochen. Und das, obwohl Michael über mehrere Jahrzehnte ein Teil seines Lebens und der Vater seines kleinen Bruders Brandon war. Er macht nichts mehr mit mir, sagt Fauschka Urquart über die Beziehung zu ihrem Sohn und fügt hinzu, weil ich anderer Meinung bin als er. Besonders verletzt habe sie, dass Durek mit Märtha Luise und deren Töchtern Maud Angelika, 19, Lia Isadora, 17, und Emma Dalula, 14, am vergangenen Weihnachtsfest in New York war, und seine Mutter weder besucht noch kontaktiert habe. Dass der Schamane ein fröhliches Bild des Trips gepostet und die Bildunterschrift Familie ist alles hinzugefügt hat, dürfte Fauschka mitten ins Herz getroffen haben. Ich fühlte mich im Stich gelassen, gesteht sie der norwegischen Publikation. Das Alleinsein macht mir keine Angst. Was mich verletzt hat, war nicht, dass ich allein war, sondern dass sie sich nicht gemeldet haben, obwohl sie in der Nähe waren, erklärt sie weiter. So hätte der 48-Jährige sie zumindest über seinen Aufenthalt in der Metropole informieren können. Früher sei die Beziehung eine andere gewesen, sie könne sich an eine Zeit erinnern, in der Durek ein guter Junge war. Damals sei er immer für sie da gewesen, aber dann kam ein Punkt, an dem das alles endete. Das Mutter-Sohn-Verhältnis scheint sich seitdem nicht wieder verbessert zu haben. Denn wie Fauschka enthüllt, hat sie ihre zukünftige Schwiegertochter Prinzessin Märtha Luise bis dato nicht persönlich kennengelernt. Die zwei Frauen hätten lediglich mal am Telefon gesprochen, so die 79-Jährige. Verwendete Quelle: Seano, Instagram.com